Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um IPTV und zwar will ich euch zeigen, wie wir auf einem Raspberry Pi 3B, in meinem Fall hier, Kodi mit das IPTV Simple Client Add-on so einrichten, dass wir live fernschauen können, unsere Lieblingssendungen, das Ganze kostenlos. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Raspberry Pi. Hier darauf installiere ich OpenELEC. Das ist eine sehr schlanke Linux-Distribution, die unsere Raspberry Pi aber oder PC oder Apple TV auch ja, in ein Super Media Center umwandelt. Es braucht sehr wenig Speicherplatz und ist auch recht flott. Ja, das ist ein kleines Betriebssystem hier, die eben speziell für Kodi entwickelt wurde. Es ist ein sogenanntes Just Enough Operating System, ja, ein sogenanntes JUICE, zu Deutsch gerade genug Betriebssystem. Es ist einfach nur auf Kodi ausgelegt sozusagen. Das hier ist die offizielle Webseite hier. Ja, das kann, hier kann man nochmal sich informieren, das kann jede Menge, ja, das ist ziemlich mächtig hier. Uns interessiert heute aber hier nur, wie wir das so einrichten, um IPTV zu schauen. Hier haben wir den Download-Bereich auf der Seite, ja, das ist die openelec.tv. Hier, ja, wählen wir unsere, ja, die richtige Image, die wir brauchen, in unserem Fall jetzt hier Raspberry Pi, und laden das hier herunter. Als Image sieht dann so aus hier. Ich habe das schon gemacht. Ja, das ist eine ZIP-Datei. Hier nach dem Auspacken haben wir hier die Image. Ja, die müssen wir auf unserem Raspberry jetzt installieren. Allerdings habe ich das leider nicht geschafft, diese irgendwie auf meinem Raspberry zu installieren. Das blieb immer wieder hängen irgendwie. Es war mir leider nicht möglich, ich weiß es auch nicht, woran das lag. Deswegen will ich euch zeigen, wie ich das jetzt gelöst habe. Und zwar habe mir dann Noobs Lite hier heruntergeladen von hier. Das ist hier auch die ja, offizielle Website hier, ja, raspberrypi.org. In den Download-Bereich hier habe mir hier Noobs Lite als ZIP-Datei hier runtergeladen. Hierfür brauchen wir natürlich einen Internetzugang, ja, also für die Installation hier auch unbedingt. Genau, dann sieht es hier so aus, wenn wir das jetzt hier habe einfach hier ausgepackt und hier upsala haben wir dann die Dateien hier, die ganze Dateien, das müssen wir jetzt also meine Karte hier, meine SD-Karte hier müssen wir natürlich in dem PC, mit dem PC verbinden und mit dem SD-Kartenformater die Karte einmal formatieren, hier die richtige Karte hier auswählen und Format, das sollte ratzfratz gehen, genau, das ist jetzt schon durch und ich schaue nochmal nach hier, genau, jetzt ist alles weg. Jetzt müssen wir einfach die Dateien hier, wenn wir den Ordner öffnen, alle kopieren, zack, und einfach hier auf unsere Karte einfügen und wenn das jetzt durch ist, dann ich schließe das mal kurz und schaue noch mal nach hier, zack, genau, wenn das jetzt durch ist, ja, müssen wir die Karte jetzt einfach aus unserem PC rausnehmen und in unserem Raspberry Pi reinstecken. Und schon können wir mit der Installation loslegen. So, nachdem wir jetzt unsere SD-Karte in unserem Raspi hier eingesteckt haben und es mit dem Fernseher oder Bildschirm verbunden haben, können wir auch direkt starten. Ich muss hier nochmal ganz kurz umswitchen. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sollte jetzt eine, genau, da erscheint jetzt dieses Fenster hier. Ich mache mal vielleicht ein bisschen näher. Genau, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit zwischen ja, mehrere Betriebssysteme hier auszuwählen, was wir jetzt installieren wollen. Wir brauchen jetzt in dem Fall hier
dieses LibreElec, ja, das einfach markieren, hier ein Kreuz setzen und dann hier einfach auf Install klicken, nochmal mit Yes bestätigen und schon, ja, geht die mit der Installation direkt los. Das dauert in der Regel vielleicht 1 bis 2 Minuten. Normalerweise geht sehr schnell, wenn alles rund läuft natürlich. Und ja, schon ist es hier durch jetzt gleich. Zack, okay. Wenn alles gut gelaufen ist, dann bekommen wir hier die Meldung nochmal, dass das Betriebssystem erfolgreich installiert wurde. Einfach auf OK klicken und schon startet das System neu hier direkt mit dem Betriebssystem hier. Und genau, beim ersten Mal erscheint dieses Wizard hier. Da können wir uns durchklicken. Einfach, ja, wir haben auch hier die Möglichkeit, im Nachhinein alles nochmal zu ändern. Oder ja, hier haben wir, ja, hier können wir einfach ein Hostname vergeben, einen eigenen Hostname hier. Ja, wie wir es nennen wollen. Ich nenne das jetzt mal einfach, ja, Media Center meinetwegen. Das kann man auch im Nachhinein jederzeit ändern, wie gesagt. Einfach auf Next hier klicken. Hier müssen wir uns mit unserem Netzwerk verbinden. Hier, ich bin jetzt hier mit dem, ja, Draht verbunden. Das ist jetzt meine Connection. Hier, ich bin schon verbunden. Einfach auf Next klicken. Hier können wir, genau, hier haben wir die Möglichkeit, SSH zu aktivieren. Das ist standardmäßig deaktiviert. Ich aktiviere das jetzt einfach mal hier. Und Samba, das ist schon aktiviert. Das bräuchten wir aber erstmal nicht. Für das erste hier, für unsere IPTV. Genau, und schon sind wir jetzt hier durch und können mit unserer Einrichtung hier anfangen. Wenn wir jetzt auf die TV klicken, dann sehen wir, dass der Add-on fällt hier. Das muss erstmal installiert werden. Wir können hier einfach auf die Lupe klicken und Search Add-ons hier, genau, einfach nach IPTV meinetwegen, ja, und Enter suchen, und schon haben wir jetzt hier die Add-ons hier. Was wir jetzt brauchen, ist dieses PVR-Client Add-on, ja, für IPTV Support. Hier einfach anklicken und dann auf Installieren. Hier eine Version nochmal auswählen. Wir nehmen natürlich die neueste und schon ist das durch. Das geht sehr schnell, ja. Und genau, das muss jetzt hier noch aktiviert werden. Bei mir ist es schon aktiviert. Hier können wir nochmal die Konfiguration, oder müssen wir sogar, ja, unsere Einstellungen hier vornehmen. Wir brauchen jetzt hier natürlich eine Playlist. Ja, die müssen wir im Internet irgendwie danach suchen. Das ist nicht immer sehr einfach meistens. Oder ja, wir brauchen natürlich eine Liste, die regelmäßig gepflegt wird. Genau, ich habe jetzt hier einfach, ja, als Beispiel jetzt hier eine Liste, ja, gegoogelt hier. Ich gebe mal die Adresse hier ein mit HTTP vorne ran. Es Marcelo, war das genau? Ups. Slash natürlich. So, ich habe jetzt hier. Okay, einfach, genau, und schon warst du das auch. Genau, einfach mit OK bestätigen jetzt dann, damit die Adresse hier übernommen wird. Zack. Und schon haben wir jetzt hier, ja, dieses Remote Path hier, Internetadresse. Hier kann alles so bleiben. Hier haben wir nochmal EPG Settings für die Sendung, Senderinformationen halt. Das können wir uns auch nochmal hier eine, ja, einstellen. Ich lasse das jetzt einfach mal so, alles Standard. TV-Logo hier, ignore, okay. Ich lasse das jetzt einfach mal so, damit es sich hier nicht zu lange hinzieht. Und jetzt einfach mit OK bestätigen. Ja, alles, was wir unbedingt brauchen, ist die Playlist halt.
Jetzt wird der Service hier, der Dienst, nochmal neu gestartet. Einfach mit OK bestätigen und schon sehen wir hier 767 Channels gefunden. Hört sich natürlich super gut an. Allerdings werden da nicht mal die Hälfte wahrscheinlich wirklich funktionieren. Wir schauen einfach mal, aktiviert ist das schon, genau. Und wenn wir jetzt hier auf TV einfach draufklicken, werden wir sehen, dass die Liste noch nicht geladen ist. Channels. Okay, die Liste ist hier irgendwie noch nicht geladen. Okay, irgendwas. Okay, vielleicht starte ich jetzt einfach mal das. Oder ja, ich deaktiviere das einfach mal. Diesen Dienst hier. Zack, einmal die Säbel deaktivieren. Und einfach wieder aktivieren. Zack, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert. Ansonsten vielleicht ein Neustart komplett, vielleicht dann sollte es auf jeden Fall funktionieren. Und schon können wir jetzt nochmal versuchen hier einfach auf TV gehen. Und genau, hier sieht man schon meine Playlist hier ist geladen. Hier sieht man die ganzen Channels hier. Genau, hier sieht man zum Beispiel, dass diese Liste zuletzt am 19.03. abgedatet wurde. Ja, das ist sehr, also das ist uralt quasi. Ja, die muss man alle paar Tage updaten, damit alle, ja, Sender mehr oder weniger funktionieren, oder die meisten wenigstens zumindest. Ja, genau, hier haben wir normalerweise die Möglichkeit irgendwo auf Options und hier auf Group All Channels können wir nach Sprachen sortieren die Channels, was jetzt hier bei mir irgendwie fällt. Warum auf immer? Wahrscheinlich, ja, wenn ich jetzt einmal meinen Raspi hier neu starte, wird das auch dort erscheinen. Ja, da kann man nach Sprachen, wie gesagt, die Sender sortieren. Ich versuche nochmal vielleicht mit deaktivieren und wieder aktivieren, ob das eventuell dann funktioniert. Oh, hier ist alles drin geblieben, okay. Das ist okay, das kann also bleiben. Und jetzt schauen wir noch mal schnell hier, ob das jetzt vielleicht funktioniert hat, hoffentlich. Das sieht nicht gut aus. Okay. Nee, das hat jetzt leider nicht funktioniert. Okay, dann habe ich eben alle Sender hier. Nach dem Neustart wird da diese Sprachauswahl von Sender da sein. Wir versuchen jetzt einfach mal hier, ja, einfach draufklicken, jetzt wenn wir einen Sender finden, ARD, SD hier, Simple Definition halt. Wenn wir HD-Sender schauen wollen, müssen wir daran denken, dass wir eine wirklich gute Internetleitung brauchen, ja mindestens 16 MB werden da empfohlen. Diese Sendung steht Ihnen aus rechtlichen Gründen leider nicht zur Verfügung, okay. Okay, dann können wir eben nicht schauen. Wir gucken vielleicht einen anderen Sender hier, Arte vielleicht. Das geht leider auch nicht. Also wie gesagt, die Liste, wie haben wir gesehen, ja, die wurde im März letzte Mal abgedatet. Das ist sehr, sehr lange hier. Die sollte alle paar Tage abgedatet werden. Und genau, hier ist ARD Alpha zum Beispiel. Da im Hintergrund haben wir eine Vorschau sozusagen. Und wenn wir da draufklicken, können wir jetzt ja unsere Sendung hier sehen. Live. Ich schließe das jetzt mal, damit es keine Ärger gibt. Genau, wir müssen uns hier, ja, alle Sender hier, die kann man dann nochmal sortieren irgendwie. Mal gucken, ob das hier Mercedes-Benz funktioniert auch nicht leider. Ja, also wir müssen uns da wirklich ein bisschen suchen, eine Liste, die regelmäßig gepflegt wird. Ansonsten haben wir eigentlich mehr Ärger und Frust als Spaß. Das ist nicht ja, immer ganz einfach, aber ja, wenn ihr da sucht, da findet ihr bestimmt was. Was haben wir hier nochmal? Okay. Nee, okay, das brauchen wir jetzt alles nicht.
Ja, ich denke, das war so im Großen und Ganzen erstmal alles so ganz grob mit der Einrichtung hier. Wir haben ja gesehen, wir können jetzt ja IPTV gucken, schauen, beziehungsweise ja Fernseher, Live-Fernseher übers Internet mit unserem Raspberry Pi hier. Hier haben wir. Genau, also das Ding kann natürlich dieses Kodi, ja, dieses das ist ein ziemlich mächtiges Tool, würde ich sagen, dass wir können damit ganz, ganz, ganz viel machen. Weiß nicht, wenn ihr da Interesse habt, vielleicht irgendwie oder Fragen, einfach unten in die Kommentare schreiben. Genau, das war's auch schon alles. Erstmal denke ich, restarte das jetzt, beziehungsweise ja. Schalte das jetzt einfach aus hier. Was hier nochmal ganz cool ist, man kann das Ganze hier natürlich oder ja mit dem Smartphone, also man kann das Smartphone als Fernbedienung nutzen hierfür. Da brauchen wir einfach nur eine App installieren auf unserem Smartphone. Den Link findet ihr dann unter dem Video. Und das geht sehr einfach, also einfach die App installieren, die ist kostenlos auch aus dem Play Store halt. Und wenn wir die App starten, dann sucht es nach dem Media Center, das findet es auch automatisch. Das geht ziemlich problemlos und schon haben wir die Möglichkeit, ja, über unser Smartphone das Ganze zu bedienen. Genau, da gibt es noch eine Weboberfläche, genau, die kann ich euch zeigen. Ich starte mir mal hier. Den, wie mache ich das jetzt hier? Ich denke mal, die IP wird die. Wir müssen natürlich die IP hier von unserem Raspberry Pi. Ich hoffe, das ist die richtige hier. Aber natürlich mit Port 8080. Zack. Und wenn das jetzt die richtige IP ist, ich weiß jetzt, achso, der ist jetzt, okay, den habe ich ja ausgeschaltet, ich bin, aber jedenfalls mit der IP von unserem Media Center, da vom Raspberry Pi hier eingeben, Doppelpunkt, Port 8080 und dann bekommt ihr, ja, kommt ihr auf die Weboberfläche. Und ja, genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo oder ein Like, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.